ein kurzes Video in eigener Sache. Wenn ihr mich unterstützen wollt, folgt mir doch gerne auf Instagram, auf TikTok, auf Twitch. Links dazu in der Videobeschreibung oder in der Kanalinfo. Würde mich sehr freuen, wenn ihr mich unterstützt und aktiv seid, denn auf TikTok, Instagram gibt es immer die neuesten Informationen zu meinem Leben, natürlich. Auch zu Spielen, die ich spiele, zu Maps von Fortnite und. Auf Twitch natürlich streame ich diverse Spiele. Diese Infos dazu findet man bei mir auch immer auf TikTok und auf Instagram. Und ja, es wäre schön, wenn ihr mich dabei unterstützt und überall gerne mal ein Follow da lasst. Kostet euch natürlich überhaupt nichts. Wenn euch meine YouTube-Videos gefallen, lasst natürlich auch da gerne immer einen Daumen nach oben da und zeigt es mir, dass sie euch gefallen, dass ihr mehr davon wollt. Schreibt mir auch gerne Kommentare, ich gehe auf jeden Kommentar ein. Und ich würde sagen, wir starten jetzt mit dem Video. Sicherhin, wir spielen jetzt eine Map, die heißt Reality Parkour. Okay, jetzt haben wir es. Es soll wieder gratis XP für den Season Pass geben. Wir werden uns anschauen, wie viel, wie hoch, ob es sich rendiert. Aktuell fehlen mir 5225 zum nächsten Level Up. Wir werden uns anschauen, wie schwierig die Map ist, ob easy, normal, schwer. Wir werden uns die Abwechslung anschauen, ob es wirklich abwechslungsreich ist, die Map. 500 Coins kann man collecten oder mehr für Bonus. Es gibt Easter Eggs und Puzzle-Stücke zu finden, okay. Und 8 Differently Parcours. Da sind wir doch mal gespannt, würde ich sagen. Und ja, ich warte jetzt, dass das Spiel hier losgeht. Mapcode wie immer in der Videobeschreibung. Ich vergesse das gerne mal zu sagen. Aber es ist so, Mapcode ist bei mir immer in der Videobeschreibung vorhanden, auch wenn man ihn gerne, oder was heißt gerne, auch wenn man ihn in-game sieht. Aber Mapcode ist immer vorhanden, wenn ihr die Maps selber spielen wollt. So, dann stell mal bitte die Verbindung jetzt her. So, okay, wo sind wir hier? Sieht schon mal recht interessant aus. Da hinten will ich noch nicht rein. Time Visible. 14,5 Minuten, okay. Achievement. Okay, da lassen wir uns auch überraschen. So, Lobby gefällt mir auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut, muss ich sagen. Und ich spiele die Map das allererste Mal. Ja, XP-Belohnung ist auch groß angeteasert, links an der Seite. Und ich würde sagen, ohne lang zu schnacken, Spiel starten. Denn ich habe richtig Bock drauf. So, Start in... Och, komm, stellt das doch auf 10 oder 5 Sekunden ein. Das ist viel zu lange. Und dieses Creator-Unterstützen immer vor die Tür stellen, wo man starten soll. Das ist... Nein. Einfach nein. Wenn man euch supportet, schön und gut, aber... Nee. Nicht wirklich. Also, genau. So, 51 EP für einen Checkpoint. Okay, der erste Checkpoint gibt mehr XP als wie die anderen. Das ist schon mal interessant. Sprinten ist aktiv, das gefällt mir. Ich muss jetzt mal ganz kurz was fragen. Ich spiele diese Map das allererste Mal. Warum habe ich 753 Gold? Ich habe diese Map noch nie gespielt. Warum habe ich so viel Gold? Das verstehe ich gerade nicht. Aber jetzt wirklich mal ohne Scheiß, ne? Ich spiele die Map wirklich das allererste Mal. Ich verstehe das gerade selber nicht.
Aber okay. Mit meinen Kindern habe ich die noch nie gespielt, alleine auch nicht und mit Darko auch nicht. Warum? Das könnt ihr mir gerne mal in die Videokommentare schreiben, warum ich so viel Dings hab. Aha, okay. Das haben wir gemeistert. Okay. Das hat man ja auch bei Collect Coins gesehen. Das stand ja null. Also ich verstehe das gerade nicht mit dem Gold hier. Ich weiß, Darko guckt sich auch gerne meine Videos an und der kann auch sagen, dass wir die Map noch nie gespielt haben. Also das ist gerade echt ein bisschen creepy hier. Und wisst ihr, auf was ich nicht geachtet habe? Auf die Easter Eggs und Puzzleteile. Da achte ich natürlich gar nicht irgendwie drauf gerade. Warum auch immer. Sage mal. Nee, aber jetzt mal ernsthaft, wo sind Easter Eggs? Da hinten sehe ich Coins. Da muss man bestimmt runterrutschen. Hä? Wird schon alles seine Richtigkeit haben, würde ich mal sagen. Hier, muss ich hier hin? Hä, wo muss ich denn jetzt hin? Hä? Ich muss da hoch, aber wie? Hä? Ich weiß wie. Was war das denn gerade, ey? Wow. Na, was war das? Oh mein Gott. Ach komm. Ach komm. So, hier runter. Okay. Ich kann gerade gar nicht so weit auf die Map eingehen. Weil ich mich hier ein bisschen hart konzentriere. Und hier gibt es auch nichts zu holen. Hä? Muss man das verstehen? Nein! Ja, mein erster Tod bis jetzt. Kann ich zufrieden sein. Ach, da oben. Aber hä? Okay, an den einen Coin komme ich da nicht ran. Okay. Sind das da hinten Easter Eggs? Ich weiß es gar nicht. Weil hier sind sehr viele von diesen Putzwagen. Um ehrlich zu sein, mir ist es eigentlich um den Easter Eggs so gerade egal, weil...
Ich habe noch nicht ein einziges gefunden bis jetzt. Na, hier würde. Ach, wenn es da ins gehen würde, dann würde ich einen Besen fressen. Hä? Was? Warum? Oh! Das ist ja geil gemacht. Das war ja gerade geil gemacht. Ne, es sind keine Easter Eggs, okay. Okay, hier ist die nächste Kugel. 1700 EP bekommen. Aber mein Level Up ist drinne. Nice, nice. Was ist denn das hier? Will ich das haben? Ich glaube nicht. Okay, jetzt ist eine Wüstenmap. Cool. Also ich muss sagen, abwechslungsreich ist diese Map. Ich kann die tatsächlich nur weiterempfehlen, zumal XP sind gut verteilt. Kann man sich nicht beschweren. Checkt, also hier diese Silbermünzen geben weniger als die Goldmünzen. Aber das ist ja erst einmal Schnuppe. Weil es rendiert sich trotzdem. Und ich will jetzt mal so ein Easter Egg finden. Nein, oh, Schwein gehabt. Okay, hier ist das Fenster offen. Ne, ich dachte, hier war das Fenster offen. Ne, hier oben ist auch nichts versteckt. Hätte ja sein können. Aber ich mag die Map tatsächlich, weil die ist Abwechslung pur. Oh Mann, oh nein, oh nein. Und die ist nicht so eintönig von den... Die ist nicht so eintönig von den Farben her. Gefällt mir wirklich bis jetzt. Okay, es ist so eine richtige Wildweststadt hier. Schön. Erinnert einen irgendwie an oh Gott, wie heißt das Spiel? Irgend so ein Spiel, wo man im Wilden Westen ist. Geilste Aussage ever. Nee, ich komme jetzt nicht drauf, wie das Spiel heißt. Ach komm, ich brauche schon Kaffee. Ah, jeden, den das stört, dass ich dabei einen Kaffee trinke, der darf abschalten. Der kann sich ein anderes Video angucken. Ne? Das sage ich auch in jedem Video immer wieder gerne, wo ich Kaffee trinke oder allgemein was trinke. Aber jetzt bei diesen warmen Tagen Flüssigkeitszufuhr ist wichtig. So, 1700 EP für das Gemeisterte. Uns fehlen noch 16 Collect Coins. Okay, das hier sieht aus wie bei den griechischen Göttern. Nice, nice. Oh, aber nein.
Jetzt. Ja. Also ich mag die Map irgendwie. Jetzt mag ich sie gerade gar nicht mehr. Geschafft. Willst du mich verkackeiern? Alter! Wie viele Sprint-Jumps kommen hier noch? Coins collected, 700 EP ist vollkommen ausreichend. Da hat man gerade einen Checkpoint, die könnten ein bisschen öfter sein. Da achte ich eigentlich auch gerade ehrlich gesagt gar nicht drauf, wie oft hier ein Checkpoint kommt. Ich will die Map einfach nur spielen. Und ich denke mal, das wird euch genauso gehen. Da war wieder ein... Ja, Checkpoints könnten tatsächlich öfters sein. Kein Puzzleteil, kein Easter Egg. Okay, das ist echt creepy hier. Das ist creepy. Es gibt insgesamt 8 Level. Wir haben jetzt aktuell 239, ich nenne sie mal Checkpoints erreicht. Obwohl es ja eigentlich keine Checkpoints sind. Aber wie weit geht das noch? Okay, wieder 50 Coins collected. Ja. Was soll ich dazu sagen? Hier ist auch nichts. Das ist seltsam. Das ist seltsam. So. Mhm. Kann es sein, dass das Level irgendwie länger geht als die anderen? Kommt mir zumindest so, so vor. Wow. Aber ich muss sagen, Abwechslung ist hier definitiv gegeben. Erst Wüste, dann hier jetzt griechisch. Was hat man davor? Eine Stadt. Hatten wir sonst noch was? Wir haben Stadt, Wüste und das. Ja, da kommen ja noch 5 Gebiete. Stand doch da, dass es 8 sind. Okay, dann lasse ich mich mal überraschen. So. Ist wieder 1700 EP. Nice, nice. Was ist denn? Aber ist das schon wieder so wie vorher? Eine Wüste halt. Ägyptisch. Okay. Hallo? So. Nur da. Ah ja, mit Stromleitung.
Das muss man mir doch sagen, dass es so ein dünnes Stromkabel ist. Ah, hier. Oha, das war gerade knapp. Also wenn ich schon schaffe, nehme ich alle Coins gerne mit. Auch wenn wir schon ein oder zwei ausgelassen haben, weil wir da einfach nicht mehr zurückgekommen sind. Aber die Map an sich ist voll chillig und entspannt. Die kann ich tatsächlich nur weiterempfehlen. XP-Verteilung bis jetzt, ich weiß noch gar nicht, ob sich das wirklich rendiert hat. Denn irgendwie, ich kriege hier keine Anzeige mehr, dass die dem Battle Pass gut geschrieben werden. Ganz seltsam gerade. Also was ist auch cool. Warum ist hier unten ein Coin? Ah, deswegen. Okay. Oh, es geht in die Pyramide. Geil. Boah, hätte ich nicht gedacht, dass man hier noch reinkommt. Cool. Ja. Okay, hier fangen die Fallen an. Aber das waren jetzt zwei Fallen, mehr nicht. Da war Wasser? Seit wann ist in der Pyramide Wasser? Cool, was ist das? Warum? Wir haben ein Secret! Wir haben das allererste Secret! 10.000 EP! Okay. Jetzt würde ich die Map am liebsten nochmal spielen und alle Secrets sammeln. Lol, das allererste Secret, was wir gefunden haben. Okay, 10 Minuten gespielt. Ich spiele das seit 10 Minuten? Ich nehme seit 22 Minuten auf. Da stimmt doch was nicht. Aber wir haben ein Secret gefunden. Lol. Okay. Ich hätte jetzt tatsächlich nicht gedacht, dass die Secrets also hier zumindest so aussehen. 1600 EP, okay. Oben 1 von 400. 401, okay. Ich verstehe den Zusammenhang aber noch nicht ganz. Jetzt, 9000, schön. Jetzt, wo ich das erste Secret gefunden habe, achte ich natürlich nur noch auf solche Figuren. Lol, das muss man mir doch mal sagen, dass die Secrets so aussehen. Okay, gerade eben war es ein Schneemann. Was wird's denn dann hier in der, vor allem ist es eine schöne Schneelandschaft. Alter, ist die geil gemacht. Alter, ist die geil gemacht. Hier mit diesen mit diesen Aufzuglifts. Die heißen einfach nur Lift, oder? Schreibt mir mal in die Kommentare, wie die heißen. Die dürften eigentlich nur Lift heißen.
Alles richtig geil gemacht. Und die Map ist halt einfach wirklich was für Anfänger. Ich kann sie nur weiterempfehlen. Wie gesagt, Mapcode in der Videobeschreibung. Und jetzt will ich noch mehr solche Menschen oder Figuren finden, einfach. LOL. Level 5000 und kein das erste Secret gefunden, also, boah. Jetzt nervt mich dieses High-Five-Dings von dem Schneemann tatsächlich. Trotzdem frage ich mich noch, wie diese Gold, 700 Gold vorhin zustande gekommen sind. Das ist echt... Sorry, aber es ist wirklich ein Mysterium. Ich weiß es nicht. Boah, dieses High-Five-Schneemann. Ganz ehrlich, ne? Nee, das nervt gerade. Aber wir haben keine Figur mehr gefunden. Da gab es wieder 600 EP. Es wird tatsächlich aktuell immer weniger. Was mich aber auch nicht stört. Denn wenn man hier alle... ich denke, gehen wir davon aus, wenn man hier alle Achievements... Hallo, hallo, hallo. Alle Secrets findet, dass man einen guten XP-Betrag zusammenbekommt. Weil wenn das eine 10 und das andere 9000 EP bringt... So, ich lasse jetzt mal ein paar Münzen aus, weil... Das ist ja nur Gold zum Kaufen irgendwie. Ich denke mal, die XP werden sich rendieren, wenn man die ganzen Secrets findet. Aber an sich, die Map ist empfehlenswert tatsächlich. Die bietet Abwechslung und es ist was für Anfänger. Nicht zu schwer. Also jeder Anfänger wird hier Glück haben. Komme ich auf das Haus? Nein, komme ich nicht. Dadurch trinke ich jetzt einen Schluck Kaffee. Jeden, der stört, schaltet einfach mal ab. Oh, ich mag das hier. Ich mag die Map. Die ist. Hier lohnt es sich tatsächlich, die noch ein zweites Mal zu spielen. Und das werde ich auch machen mit meinen Kindern zusammen tatsächlich. Weil ich alle Secrets tatsächlich mal gerne finden würde. Und da lasse ich nur Zeit dann mit der Map. Der Slide-Effekt war hier wohl im Arsch. Aber wir sind hier durch. Hier ist das Ende der Schneelandschaft. Und es regnet gerade ordentlich XP. Oha! Wo ist das denn? LOL! Mustafa, Star Wars, Darth Vader, ich komme! Jetzt habe ich nicht gesehen, wie viel XP ich bekommen habe. Yay! Scheiße. Aber ich denke mal, bis jetzt haben sich die XP schon rendiert. Apropos! Da steht immer noch High Five Schneemann. Warum auch immer. Die nächste Figur müssen wir finden, die wir collecten können. Was könnte das hier sein? Müsste rein theoretisch, so wie der Aufbau der Map ist, ein kleiner Roboter sein. Ich habe jetzt am Anfang nicht drauf geachtet, ob da einer war. Ja, wenn man zu voreilig hier loslegt. Okay, wir halten Ausschau nach einem kleinen Männchen oder irgend sowas.
Und ich habe auch vorhin schon gesagt, ich werde definitiv nicht mehr alle Münzen einsammeln. Die zeigen uns ja nur den Weg, wo es lang geht. Aber ich habe in der Eiswelt ja schon ein paar ausgelassen, aus Versehen tatsächlich. Aber egal. Bewegst du dich? Nein. Okay. So. Wow. Süßchen. Warte mal, das war so nicht abgemacht. Hier muss ich doch lang. Was wäre passiert, wenn ich oben lang gerannt wäre? Wo wäre ich da rausgekommen? Ich wäre auch bis hier hintergekommen, tatsächlich. Lol. Woher soll ich das wissen? Aber ich habe noch kein grünes Männchen irgendwie gesehen oder ein Darth Vader oder ein Imperator, den ich hier irgendwie könnte collecten. Vielleicht kommt er wieder am Ende, so wie in der Wüstenmap. Ich glaube, man könnte hier tatsächlich auch außen lang. Oder vielleicht auch nicht. Ich will es nicht herausfinden. Aber es hat den Anschein nach. Es macht gerade den Anschein danach, dass die normalen Münzen, die erst 5 EP gebracht haben, jetzt. Doch, die bringen mehr. 8 EP bringen die jetzt. Ja, na dann. Wenn es weiter nichts ist. Mhm. Okay, jetzt gibt es wieder nur 4 EP. Warum auch immer. Aber egal. Das rendiert sich bis jetzt trotzdem. Und hier war nichts zum Collecten. Lol. Oder ich hab's wieder übersehen. Das kann auch sein. Aber wir kriegen wieder 1400 EP. Schön, schön. Wo sind wir jetzt im Pilzbiom? Ich müsste lügen, aber ich glaube, ich habe schon ein paar tausender EPs. Also klar habe ich die schon. Ich habe mir eben nur nicht gemerkt, wie das mit dem mein Season Pass EP aussah, wo ich gestartet habe. Aber ich bin der Meinung, die Map rendiert sich tatsächlich. Man kriegt gut XP. Schon allein, weil hier die Level so ja, abwechslungsreich und so groß sind. Und man eben halt für die Münzen XP bekommt. Für die normalen. Für die Goldmünzen gibt es XP. Es gibt für die Spielzeit XP. Es gibt fürs Collecten von 50 Münzen XP. Also, ja, dann für die Easter Eggs gibt es XP. Auch wenn wir bisher nur 2 gefunden haben. Und. Was wollte ich jetzt noch sagen? Für die Easter Eggs? Ach ja, und fürs geschaffte Level tatsächlich gibt es nochmal XP. Also, es rentiert sich. Die kann man öfter spielen, die Map, wenn man XP braucht. Also, die kann ich da tatsächlich nur weiterempfehlen.
Und wir gucken dann mal, was wir mit den ganzen Münzen machen können. Ob wir da eventuell... Wow. Nochmal XP kaufen können oder nicht. Da lassen wir uns überraschen. So, darüber. Warum auch immer Evo gerade nicht springen, sprinten wollte. Weil das so dämlich aussieht. Alles klärchen. Hallo, Evo. Okay, das ist gefährlich mit dem Stein. Aber hier habe ich bis jetzt so im Schnelldurchlauf auch nichts zum Collecten gefunden bisher. Sprinten geht gar nicht weg. Nur wenn man springt beim Sprinten. Was? Ja, das geht nur weg, wenn man springt. Das geht nur weg, wenn man beim Sprinten springt. Ansonsten kann man dauerhaft die Sprinttaste gedrückt halten. Cool. So, wo sind wir jetzt? Wir sind durch. GG IKP 32 Minuten 44. Alter. Wie viel EP? 17. Erstmal nice Level up. Mach mal weg. 17 und 19 sind 29, 36.000 XP nochmal fürs Meistern der Map. Okay. Fazit. XP-Verteilung. Bombe. Zum Schluss die XP. Geil. Secrets sind sehr schwer zu finden. Ich habe nur zwei auf gut Glück gefunden. Das mit den Goldmünzen, das weiß ich bis jetzt noch nicht, was das ist. Ob das ein Bug ist oder nicht. Schwierigkeit einfach. Kann ich jedem empfehlen. Jedem blutigen Anfänger kann ich das empfehlen. Oha. Oha. Das sind die ganzen Maps. Cool. Ich kann die Map nur empfehlen. Mapcode wie immer in der Videobeschreibung. Und jetzt gucken wir mal. Find the cat in the pyramid. Find the butterfly. Ah, Baby Klombo. Puzzle Pieces. Haben wir gar nichts gefunden. Ihr seht's. Okay. Das war halt auch nicht einfach, die zu finden. Ja. Aber ich kann die Map noch weiterempfehlen. Spielt sie selber. Sammelt alle Secrets und Puzzleteile. Und ansonsten bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, außer dass ich euch noch einen wunderschönen Tag wünsche.